Ich mal noch fragt Pete Smeed, bevorzugt ihr eher die Berge oder das Meer? Tatsächlich bin ich eher für die Berge. Meer ist cool, so mal ein paar Tage, aber wenn es nicht warm ist oder man nicht die Möglichkeit hat, Jetski oder so einen Scheiß zu machen, finde ich mir ja langweilig, weil in der Sonne liegen ist nicht meins, weil Mr. Krabs mäßig mache ich den Killer. Deswegen Berge schön mit Spaß haben, mit Wandern, mit Rodeln, Sommerrodeln oder irgendwie so Geschichten bin ich dabei. Eigentlich wieder noch, denn also auch wenn ich mal so, glaube ich, zusammenrechnen würde, zumindest geschätzt, wo ich denn mehr im Urlaub war, würde ich auch sagen, das läuft so auf 50-50 hinaus, weil ich früher total auf Skifahren war. Allerdings im Sommer war ich bisher nicht so häufig in den Bergen und da war halt Wandern und dann irgendwie da auf die Alm hochrennen und so weiter, das war okay. Aber ansonsten sind mir zumindest in den Bergen immer die Bremsen und all das Insektengeviech total auf die Nüsse gegangen. ich bevorzuge eigentlich keins. Das eine ist halt warmer Urlaub und das andere ist halt Skifahren. Also für was anderes in die Berge eher nicht. Ich finde halt beides ziemlich cool. Es macht sowohl... ich bin früher immer zum Meer gefahren. In der Kindheit. Und deswegen würde ich halt immer noch das Meer bevorzugen. Allerdings sind Berge halt auch wunderschön. Also ich finde beides cool. Warum muss ich mich für eins entscheiden? Warum kann ich nicht beides nehmen? Ich finde beides hat Vor- und Nachteile. Ich bin auf jeden Fall mehr am Meer groß geworden, weil direkt in der Nähe, also hier, da wo ich groß geworden bin, im Rheinland gab es sowieso überhaupt gar keine Berge. Und da wo wir mal Urlaub gemacht haben, in Holland, erst recht nicht. Also sind mir Berge zumindest fremder. Aber zum Meer gehört auch immer Sand und Sand zackt. Berge sind wunderschön. Aber zu Bergen gehört auch immer Höhenunterschiede. Und Höhenunterschiede zacken auch, wenn man laufen will oder Fahrrad fahren will oder wie auch immer. Deswegen würde ich mich, glaube ich, entscheiden für Meer. Also ich muss zugeben, ich bin ein Freund des Meeres, des Strandes und des Wassersports. Natürlich bin ich auch gerne in den Bergen, snowboarden, aber wenn ich Urlaub mache, dann mache ich das am liebsten am Strand.